Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Hardcore. Nach längerer Pause mal wieder. Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Und ich muss gestehen, ich glaube, ich war, als ich diese Basis ursprünglich angefangen habe, nicht größenwahnsinnig genug. Dann machen wir kurz Shader wieder an. Hallo, Spiel, Shader. Heute noch? Ja. Deswegen spiele ich mit dem Gedanken, halt eine andere Version dieser Base irgendwann zu bauen, die einfach viel größenwahnsinniger ist und dann schrittweise die Sachen alle umzuziehen. Das ist halt, keine Ahnung. Eigentlich ist das halt etwas, was man in der neuen Welt machen würde, aber wir werden ja wahrscheinlich noch, hoffentlich noch eine Weile in dieser Welt bleiben. Und ich glaube, wenn wir wirklich eine neue Welt anfangen, dann will ich auch eine andere Art von Basis haben. Dann will ich vielleicht ein anderes Biom nehmen oder so. Deswegen. Aber bevor ich daran denke, das hier neu zu bauen, möchte ich mal diese Wege jetzt endlich zu Ende bringen. Das ist nämlich langsam echt nicht mehr schön. Also wir haben jetzt hier 3 Jahre gearbeitet und diese Wege führen immer noch nirgendwo hin. Geschweige denn, dass... Also erstmal liegt auf den Wegen nicht wirklich was. Aber vor allem sind die Wege noch gar nicht da. Das heißt, wir schnappen uns heute einen von diesen Wegen und führen ihn zu Ende. Ich würde sagen, es ist der gelbe, weil der führt zum Spawn. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das verhält. Wir müssen unter Umständen nochmal zum Sandduplikator. So, einmal das. Was wir auch benötigen werden, ist Sandstein. Der uns auch langsam ausgeht. So, und Terrakotta. Davon haben wir gar nicht so viel. So, dann machen wir nochmal gelbe Farbe. Ich hab's doch nicht voll gemacht, aber egal. Wir müssen... Ich muss das hier eh auffüllen.
So, und die Sonnenblume müsste hier oben irgendwo sein. Dafür habe ich nämlich noch keinen dauerhaften Platz gefunden für diese Geschichte hier. So. Ah, wir brauchen noch eine Schulkerbox. Wir brauchen ja auch noch Stone Bricks. Was ich hier mache, weiß ich auch noch nicht. Deswegen gibt es auch noch keine Bäume auf der gelben Seite. Nein, das sind Cracked Bricks. Genau, habe ich mir das hier erlaubt. Hier will ich eigentlich auch mal irgendwas machen. Was macht man mit einem Lava-Pool? Das habe ich aber schön hier gebaut, wirklich. Das ist ja... Hilfe.
Moment, kriegen wir das hier ein bisschen... ausgebessert. Willkommen zum Stream. Habe ich erfasst. Wir haben nur Material geholt hier für den gelben Weg. Und ich habe kurz über meine potenziellen Pläne gesprochen, eine neue Base zu bauen. So, das ziehen wir einfach durch. Schaf und Creeper. Das war doch abgesprochen. Das war doch 100 pro eine Verschwörung. Das war die erste Reaktion, die erste Aktion des Death Notes Eintrags. Aber das, wir sind erst bei Tag 2407.
Vortag 3000. Kann theoretisch jederzeit passieren. Also müssten die ersten Dinge passieren. Weiß ich ja nicht. Honestly, bei Death Note, also auch einfach mit der Funktionsweise, habe ich doch einige Fragen. Hoch. Ich erinnere dafür, dass du die letzten 5 Tage oder so vor Tag 1000 in den Nether gehst und Bastionen lootest. Nein. Oh, wir kommen direkt hier an einem See vorbei, das ist schön. Zu Fragen, das ist im Death Note-Eintrag. Ich einfach generell zu. Habe ich Fragen zur Funktionsweise des Death Note. Zum Beispiel einfach beim Namen. So, der Name eines Menschen kann sich ja im Laufe des Lebens verändern. So, welchen Namen nimmt. Oder wenn ich mehrere Namen habe, welchen Namen nimmt das Death Note? So, es. Also, ich habe erst überlegt, ob es ein Name sein muss, mit dem ich mich identifiziere. Aber das geht nicht auf, weil da müsste ja auch jeder Deckname funktionieren. Wobei natürlich, ich muss mich selber damit identifizieren. Aber theoretisch, wenn ich lang genug unter einem Decknamen leben würde, würde ich den dann irgendwann annehmen. Dann, so wenn ich heirate, kann sich ja mein Nachname verändern. So, übernimmt das Death Note das dann direkt? Oder erst, wenn ich wirklich angefangen habe, dass ich, wenn ich an meinen Namen denke, an diesen Namen denke? So, was ist mit einer Person, die trans ist und dann einen neuen Namen annimmt? So, deadnamed das Death Note ein? Ich habe da einige Fragen zu. Durchaus, wann ich mir auch gestellt habe. Ich habe wenigstens nicht der Einzige. Death Note würde einen wirklich dead name, komme ich so für großen außer der Namensänderung klarkommen. Ja, keine Ahnung, ganz ehrlich. Das ist wirklich so eine Frage. Ich überlege gerade, ob es einen konkreten Fall gab, wo es auch relevant gewesen wäre. Ich meine, zum Beispiel, wenn Naomi Misora den Namen ihres Mannes angenommen hätte, hätte ja auch einiges geändert.
Ja, wir müssen jetzt keine, wir müssen keine Versuche da durchführen. Ich meine, das Einzige, was wirklich klar ist, ist, dass der Name, den man sieht mit den Shinigami-Augen, das ist der Name, den man verwenden muss, um jemanden mit dem Death Note zu töten. Also theoretisch würde es reichen, wenn jemand den Shinigami-Deal macht. Dann müssen wir nur beobachten, was passiert, wenn eine Person in eine Situation kommt, wo sich ihr Name verändern würde. So, jetzt die Hälfte meiner Lebenszeit opfern, oder was? Ich habe leider keinen Shinigami zur Hand. Außerdem, du hast doch eh vor, unsterblich zu werden, also die Hälfte von unendlich ist immer noch unendlich. Kann das Death Note jemanden töten, der sein Bewusstsein in einen Computer transferiert hat? Ich meine, es könnte bestimmt auch, ne, also wenn das Death Note in der Lage ist, als Todesursache durchzusetzen, dass die lebenserhaltenden Maßnahmen zum Beispiel im Krankenhausbett ausfallen, dann muss es ja auch gehen, dass ein Computer abstürzt. Was sie auch in dem einen Buch mal angedeutet haben, ist, dass ein Shinigami halt nicht nur ein Death Note in die Menschenwelt droppen kann, sondern auch einfach seine Augen. Und dann einfach random ein Mensch mit Shinigami-Augen geboren wird. Wo man sich natürlich dann die Frage stellt, aber dazu gibt es keine Death Note-Regel, ob ein Shinigami einem Menschen ohne den Augendeal seine eigenen Shinigami-Augen zur Verfügung stellen darf. Beziehungsweise unter welchen Bedingungen. Wir müssen die Decke noch eins höher ziehen. Du willst unsterblich werden, dann kannst du die Hälfte deiner Lebenszeit opfern. Wie viel Lebenszeit bekommt der Shinigami dann? Das ist eine gute Frage.
So, wir haben schon mal zwei Höhlensysteme hier entlang dieser Straße. Haben wir hier Lehm? Das hier ist ein sehr... Also dieser See ist nicht sehr tief, ne? Ich kann gerade so... jetzt hier drin untertauchen. Ja, das habe ich mich bei Death Note auch mal gefragt, dass sie ja diese Andeutung machen, dass Menschen die Lebenszeit von einem Shinigami erben können. Aber gibt ihm das dann eine unnatürlich lange Lebensspanne? Der eine Fall, den wir haben, ist nicht sehr aussagekräftig. Na gut, der Frage sind sie ja bei ihr schön ausgewichen.
So, sorgen wir mal dafür, dass hier nichts spawnt. Ich hatte ganz vergessen, dass es Lamas auch abseits des Wandering Traders gibt.
Wir verbrauchen das Zeug gar nicht so schnell. Nutzt doch Baritone, um den Weg zu bauen. Oh, damit habe ich. Ich kenne das von 2B2T, aber ich habe das. Ich habe es schon ein paar Mal in Aktion gesehen, aber. Ich muss sagen, Pioneers of Argonia ist kein guter Siedler. Also, kommt drauf an, wenn du einen Siedler 1-2 suchst, dann ist es Pioneers of Argonia ein super Siedlerersatz. Aber keine Sorge, wir geben uns schon Mühe bei Colonia Prima. Siedler 1 und 2 sind halt scheiße. Da hast du jetzt was gesagt. Also damit kannst du dich gut in die Nesseln setzen mit der Aussage. Moment, wir gehen nicht runter. Das 1-1-2 sah das komplett anders. Würde ich auch nicht, das würde ich nicht mal unbedingt sagen. Du kannst definitiv eine klare Evolution erkennen. Die Kernprinzipien sind vorhanden. Es ist halt das Straßensystem, was ein anderes ist, und die Militärsteuerung. Ja, darauf, ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Huch! Hier ist einfach die ganze Zeit eine Ravine gewesen. Ich erwarte übrigens ein Siedlerlevel von 100.000 pro Spieler. Sorg dafür, dass erfinde Quantencomputer und sorg dafür, dass Netzwerklatenz nie wieder ein Problem ist, dann können wir drüber reden. Und wir können keine eigene Engine oder sowas schreiben. Das heißt, wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass Unity schon mit der Zahl klarkommt, die Siedler 4 ermöglicht hat.
Wow. Die hat mich jetzt aber erschreckt. Hey Rimo. Na super. Nacht und Regen bedeutet natürlich, dass wir
gar nichts sehen. Wow. Immer statt den Toten eine Leuchtquelle in die Offhand. Ja, könnte man schon, aber... Ich will jetzt eigentlich nicht ändern, was ich in meiner Offhand habe. So, hier gehen wir einmal drüber über diesen Tümpel. Also das mit diesem Datapack, dass die Blätter schneller verschwinden, ist eine der besten Entscheidungen, die ich hier getroffen habe. Hast du schon das Neueste bei Upgrade gekommen? Ich glaube, der Solmec hat wieder ein Video gemacht, oder? Ich habe es vorhin, glaube ich, in meinen Feed gespült bekommen. Ich muss ja sagen, das letzte Video vom Drock mit den ganzen YouTubern war einfach... Es war wundervoll. Vor allem hat er halt auch wirklich alle einfach toll getroffen.
Der echte, der seit Jahren wirklich ausschließlich lügt, Scam bewirbt, selber Scam macht, damit Recht, den er gar nicht hat, wirkt, lebt in einer Sozialwohnung, hat gar nichts und dieser Typ hat jetzt eigentlich immer vorzulegen, jemand nichts mehr zu haben. Ja, it's just a prank, bro. Wir müssten bald an die Grenze von den Spawn-Chunks kommen. Die Frage ist, was tun wir dann? Boah, ich liebe diese Spiegelung. Pioneers stören mich vor allem die Erkunder, dass man die indirekt steuert. So, was bringen wir es mir, 3 Scouts zu haben, die alle in die gleiche Richtung laufen?
Es fallen halt einfach viele Leute ihrem eigenen Ego-Trip zum Opfer. Und bei manchen Leuten kann man leider nicht darauf warten, dass es früh genug passiert. Hallo Pillager, kann man dir helfen? Ein Pillager ist in Lego City in einen See gefallen. Oder einen Teich. Moment, es gefällt mir gerade nicht.
Oh, wir haben nicht mehr viel Terrakotta.
müssen wir das Inventar mal wieder freiräumen. Was habe ich verpasst? Wir haben den Weg weitergebaut. Was habe ich nicht verpasst? Das hast du jetzt gesagt. So, damit haben wir offiziell keinen Terrakotta mehr.
Okay, ja, das führt uns direkt an den Spawn-Chunks vorbei. Okay, dann machen wir bis hier. Wäre das Abwechslung? Ja, das werden wir auch gleich tun.
So, das Ding ist voll. Warte, wir können die hier benutzen. Hi Striker, willkommen zum Stream. Ja, das, wobei das Wetter mit Shader, dann spiegeln wenigstens die ganzen Oberflächen. Aber wenn man dabei Auto fahren muss, ist es natürlich kacke. Fahrrad ist auch nicht, Fahrrad ist nicht besser. So, Terrakotta müssten wir erstmal brennen. Wobei müssten wir nicht. Nur färben. Pioneers wurde heute veröffentlicht. Ja, das stimmt.
Ich habe eine Idee, was man hier mitmachen könnte. Ja, da kommen mir sogar echt Ideen. Hallo, Shem. Ja, der ist in die letzten Tage bei mir auch gewachsen, obwohl ich eigentlich ja gut Sales ignorieren kann. Vielleicht kaufe ich mir Siedler neue Allianzen zu Weihnachten. Bruh. Macht mehr Spaß, das Spiel in einen Ofen zu schmeißen. Ich meine, Futter findet es gut. Also für sich betrachtet. Moment.
Oh, GameStop, das war eine Aktion. So, damit wäre der gelbe Weg fertig. Beziehungsweise könnte langfristig mit Bäumen dekoriert werden. So, dann brauchen wir nämlich jetzt Schulkerboxen. Wo führt der Weg hin? Wo brauchst du denn, wenn du eh stirbst? Er ist einfach da, okay? Der Weg ist das Ziel. Beziehungsweise, wenn ist das hier das Ziel? So, wir haben hier vorhin zwei Höhlen gesehen. Ah, okay. Das habe ich wohl absichtlich hier gelassen. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, die Monster-Spawn-Rate ist gesunken, aber wahrscheinlich liegt es auch einfach daran, dass die Welt jetzt tiefer geht. War doch so ein funktionierendes Gehirn als Freund. Das hat doch Elon Musk jetzt versucht. Mit seiner KI. Die extra nicht woke werden sollte und
jetzt Vogue ist. Noch nicht mitbekommen? Sein Chatbot? Weil ich glaube, die Sachen von OpenAI waren ihm zu woke und dann wollte er seinen eigenen Chatbot haben. Der schön rechts ist. Ganz ehrlich, woke hat inzwischen keine Bedeutung mehr. Aber wenn jemand dieses Wort unironisch irgendwie als Kritik einsetzt, dann weiß ich schon mal, dass ich um die Person einen Bogen mache. Woke ist rechts. Nee, eben das genaue, der Wahrnehmung nach das genaue Gegenteil. Du bist, WGTA ist jetzt demnächst woke, weil du eine Frau spielen kannst im neuen, also in dem kommenden. Und schwarze Menschen rumlaufen. Ich mir so, das ist Amerika. Das ist dir schon bewusst, ne? Aber nein, die Leute sind so schon GTA Woke City. Ich finde diese Logik auch einfach geil. So, nein, wir haben kein Problem mit systemischem Rassismus oder mit systemischer Misogynie, aber dass im neuen GTA eine Frau spielbar sein wird, das ist kontrovers. Sind für uns Neuland. Es gibt Leute, die ein Problem damit haben, aber abstreiten, sexistisch zu sein, verstehe ich richtig. Ja. Beziehungsweise die abstreiten, dass Sexismus existiert. Menschen kann eh kaum noch tiefer gehen. Ja. Es ist wirklich bodenlos. Hier könnte man jetzt gut eine Mine graben. Ich habe übrigens die Tage die allererste Mine, die wir hier gegraben haben, beim Spawn wiedergefunden. Und jetzt mit einer Beacon versehen und richtig ausgehoben und auch für, so, dass wir da theoretisch hingehen und graben können. Weil offscreen habe ich im Mesa auch schon eine Mine gebaut, wo der Spinnenspawner ist. Und auch schon komplett leer gemint. Ist nämlich ganz praktisch, wenn man auf die Weise B-Roll-Footage sammeln kann.
Sehr super aufreibend. Theoretisch könnte man hier eine Mine graben. Tag, die Herren. Aber wirklich tief geht das ja nicht rein, ne? So, da drüben geht's runter und hier geht's lang. Okay, das ist ein System.
Also irgendwie sind die Prä-1-18-Höhlen wirklich immer ziemlich lame. Einfach, die gehen sehr oft auch einfach nicht tief rein. Also zumindest nicht von der Oberfläche aus. So, Moment, das führt aber eigentlich. Ja, das ist nervig, wenn das einen im Kreis führt. Vor allem auch erstaunlich wenig Monster hier. Ah, jetzt sind wir hier.
Hallo. Leider nur ein normaler goldener Apfel. Eiserne Pferderüstung, wie billig. Das sieht doch mal interessanter aus. Wow. So, hier waren wir schon.
Aluminschacht. Ich hätte ja nichts gegen ein paar Minecart-Chests mit... Wow. Das ist noch ein ungewohnter Anblick. Mit verzauberten goldenen Äpfeln. Hallo Diamanten. Nur die zwei? Ist das Inventar mal wieder frei. Was irgendwo ist es ja so ein bisschen suboptimal, wenn ich die Höhlen ausleuchte, weil dann oben auf der Oberfläche mehr Monster spawnen. Aber ich will, ich sag, öfter Höhlen erkunden, vor allem will ich dabei geilen Loot finden. Thank you.
Mensch, noch ein Dungeon. Hey, irgendwo hier ist eine Spinne. Oh, die dort war. Wow, hallo.
Diese Minenschächte, ne? Sie führen nirgendwo hin. Sie sind einfach nur lang. Wow. Ach du Scheiße. Okay, tschüss. Mit der Schlucht habe ich mich nicht gemeldet. Hier waren wir doch schon.
das die gleiche Schlucht? Okay, nein, da gehen wir nicht rein. Schluchten sind Neverending Stories und Todesfallen.
Er hat aber nicht gezischt. Das gibt's doch wohl nicht. Ich muss mich beim Creeper-Management beschweren. Sich die schon? Ich glaube, Creeper können alle bis auf die speziellen Music Discs droppen. Also es kann sogar gut sein, dass ich die noch nicht habe.
Hat das hier eigentlich noch ein Ende? Ich glaube, wir können uns langsam wieder auf den Weg zur Oberfläche machen. Vorausgesetzt natürlich, wir finden ihn. Sage ich, und ich komme direkt in einen komplett neuen Höhlenteil.
Super, jetzt ist. Ich glaube, unsere Laternen sind nicht mehr aussagekräftig. So, jetzt blocken wir einfach mal alles an Sackgassen ab. Hier waren wir noch nicht. Hier. Jetzt sind wir einmal im Kreis.
Ja. Also mit den Fackeln auf der rechten Seite hat halt auch so seine Grenzen, ne? Das ist immer gern gesehen. Wann war ich hier?
Wie viel hast du schon so gemeint? Hier und hier. Versuche eigentlich schon den Ausgang zu finden, aber Fackeln rechts ist halt ab einem bestimmten Punkt auch nicht mehr aussagekräftig. Der ist jetzt ein schöner Döner. Boah, und ich krieg hier gerade total Hunger. Wenn ich mitspielen darf, kriegst du was ab. Willst du mir dann den Döner per Post schicken oder was? Ich komme da mit 49-Euro-Ticket. Ja, aber ich glaube, Open to LAN reicht für hier das nicht, ne? Portal Gun wäre praktisch, ja. Wobei ich bei so Portalen immer Angst hätte, dass sie schließen, während ich gerade drin bin. Ja, dafür müsste man nur noch so Ports angeben, ne? Könnte sogar funktionieren, stimmt. Frage ist nur, reicht das? Wobei ich glaube, mit einer Vanille-Installation kommst du bei mir auch gar nicht rein.
Ja, aber die Mods müssen ja auch die gleiche Version haben und das mit dem Prism Launcher dann noch ordentlich zu koordinieren. Also ich habe ja schon, meine Mods sind auch nicht auf der aktuellsten Version für die Version von Minecraft, die ich spiele, weil das mir letztens alles zerschossen hat. Wie würdest du das Problem lösen? Oh, wir haben auch keine Laternen mehr. Ich glaube, ich müsste dir mehr als nur den Mods-Ordner schicken. Das klingt schon so, als wären wir gleich wieder an der Oberfläche. Ach, hier geht's ja auch noch rein. Das ist aber sehr nah an der Oberfläche, das Gold. Und wir sind nicht im Mesa-Biom. So, wir könnten auch noch Slimes farmen gehen. Aber ich glaube, bis wir da sind, ist die Sonne auch schon wieder untergegangen. Ja, to be fair, das waren jetzt, war jetzt auch wieder keine 1.18 Plus Höhlen, sondern davor. Aber es ist schon ein bisschen schade, wie langweilig die normalen Höhlen sind. Also wenn es um Loot geht, dann sind Minen einfach besser. Und sicherer noch dazu. Ich meine, ja, es ist nicht schlecht, gerade an Eisen, aber Eisen ist eigentlich das, was ich am wenigsten benötige. Moment, wo ist der andere? Da. Kein Gottapfel und nichts. So, das reicht aber für heute. Ich danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns dann morgen Abend zu Supreme Commander. Bis dahin. Moment. Lahai.